Hallo und herzlich willkommen hier bei Rage. Ich habe meinen kleinen Abstecher gemacht in meinen Trophäenraum. Da stehen meine Trophäen, so auch hier. Die Nacht war heiß, glaube ich. Und ich mache mich jetzt mal auf den Weg auf meine richtige Mission. So, dazu muss ich einmal hier nochmal quer durch die Stadt. Jetzt könnte ich, wo ich schon mal hier bin, gucken, ob ich vielleicht schon mal hier nochmal ein paar Sachen einkaufe. Oh, davon habe ich mir mal welche gekauft. Ach nee, ich habe ja schon gekauft. Na gut, dann heißt es jetzt schnell keine Zeit verlieren. Und, So, ich glaube ja, ich muss, warte mal, ich gucke es nochmal nach. Und zwar finde den Jekyll Canyon im Nordosten. Ich vermute mal, ich muss dazu wieder zurück. Willst du mitfahren? Oh ja, sehr gerne. Nimmst du mich mit? Wir können los. Gut. Okay, los geht's. So. Da sind wir wieder. Jetzt wüsste ich nur gerne, wo zum Teufel ich da hin muss. Ich gehe jetzt einfach mal in die Garage und hoffe mal, dass ich da dann einfach da meine Fußstapfen angezeigt kriege, die mich dann dahin führen. Ein sehr ladeintensives Spiel leider. Verlassen und zwar ins Ödland. So. Ah, hier gibt es Fußstapfen. Hier bin ich also richtig. Wie sieht das denn aus? Ich habe ein bisschen Muni offenbar dabei. Das ist gut. Da sehe ich auch schon wieder Gangster auftauchen. Ich fahre mal ganz vorsichtig hier rein. Da ist er. Bam. Don't mess with me. Hätte ich noch beinahe dem hinterhergeschmissen. Aber das hat er schon nicht mehr gehört. So, jetzt fahre ich erstmal hier das Ding kaputt. Ja, scheiße. Nochmal. Da muss man wohl ein bisschen mehr Anlauf nehmen. Aber ich habe da jetzt leider Bock drauf. Ich muss das jetzt machen. So, jetzt hier nochmal mit Speed von hier oben. Ja, das langt. Ah, scheiße. Da ist mir der Turbo-Booster auch noch am Schluss ausgegangen und ich habe es verrissen. Vielleicht mache ich das auch einfach auf dem Rückweg. Ach, guck mal, da unten ist schon wieder... Jetzt habe ich die Gangster aufgeschreckt. So. Ach, du liebe Zeit. Da war er schon. Ah, hast du davon. So, jetzt... Ah, hat nicht gereicht. Alle guten Dinge sind drei. Und, das mache ich dann auf dem Rückweg. Brumm, brumm, brumm. Hier ist ein bisschen eng. Vorsicht, sonst fahre ich mir noch eine Beule in den Wagen rein. Bam, da ist es passiert. Siehst du? Verdammt mich! Hier würde ich ja auf gar keinen Fall meine Karre stehen lassen. Eine neue Szenerie auf jeden Fall. Geil. Nicht vom Weg abweichen, Hänsel. Oh boy. Sehr schön. Kann ich eine kleine Left 4 Dead Anekdote erzählen. Als ich damals Left 4 Dead mit dem Rumpel spielte, hat der sich immer aufgeregt, weil ich immer Sightseeing gemacht habe und immer zurückgefallen bin. Na gut, ich neige dazu. Was will man machen? Ich stehe halt drauf. So,
So, hier stand ja was von Wingsticks. Ich habe es leider so schnell nicht lesen können. Davon habe ich ein paar. Ich hole sie mal einfach aus der Tasche raus. Ich habe ja ziemlich große Taschen, habe ich festgestellt. Ist auch richtig so. Oh, da ist schon eine. Oh, komm, den holen wir aber mal mit der Sniper, oder? Oh, die haben ja so ihre eigene Sprache. Geil, ey. Voll super. Oh, ich komme hier gar nicht rein. Wie geil der Typ abgeht. Ich werde wahnsinnig. Attacker Umana! Attacker! Attacker Umana! Takala! Ich kann mitmachen. Umana! Umana! Oh, was kommt da angeflogen? Ja, verstehe. This is a case of a sniper. Aua. Attacker Umana! Attacker Dicho! Bam bam! Attacker Dio! Bumm! Sprache ist leicht zu erlernen, habe ich den Eindruck. Ich kann die auch schon. Oh, verzogen. Oh. Der ist da noch schön rumgestylt. Ah, da steht ja noch einer. Die haben ja diese Armbrüste, ne? Die haben dann bestimmt haufenweise Ammo für die Armbrust dann für mich. Oder wie läuft das? Die sagen alle das Gleiche. Pizza Tonno! Geil. Es gibt ja so Leute, die sich Sprachen ausdenken, wie zum Beispiel Klingonisch. Oder bei Harry Potter, die haben ja, glaube ich, da auch diese Zaubersprache. Ach, warte, hier, guck mal. Jetzt wollte ich schon wieder abhauen, ohne auch nur einen einzigen Hebel gezogen zu haben. War ich von der Sprache so fasziniert? Wo ist der Hebel denn? Hier. Ah ja. Ich sehe ihn. Ach, da! Naja, zwei brauchen die, bis die weg sind. Na, dann will ich mal. Der wird mir schon über den Weg laufen. Hier zum Beispiel. War der das? So, ich guck mal gerade, wie sich meine Mission verändert hat. Ach so, nur den Decoder bergen. Alles klar. Oh. Die sind aber so ein bisschen retarded, ne? Hier, die Jungs. Oh, aua. Aua, scheiße V. Hat sich gerade einen kleinen arroganten Spruch gebracht und schon kriege ich einen auf die Mütze. Boah, wie ich Schiss in der Buchse habe.
Oh, die haben richtige Knarren. Boah. Da muss ich aber jetzt ein bisschen aufpassen. Kommen wir denn da hin? Ah, gib mal her, was ihr habt. Makaita! Der ist ausgewichen. Ah, ich hätte es ja auch gut gefunden, wenn der runtergefallen wäre. Was ist das? Der kann ganz schön einstecken. Oder ich kann ganz schön daneben schießen. Eins von beidem. Boah, ey. Ich drehe gleich das Volumen hier runter, wenn ihr noch weiter so rumbrüllt, ihr Brüllaffen. Was ist das hier? Gib mal her. Ah, ja. Ah, noch hier Sprühdose, damit ich noch schön Graffiti machen kann. Da schreie ich jetzt hier dran. Ihr seid alle doof. Oder wer das liest, ist doof. Oh, Leute, was schmeißt ihr mir denn hier entgegen? Au! Aua! Ach, ich hab Mini-Granaten wieder. Wollte ich zwar nicht. Scheiße, Mann! So. Bam! Oh, jetzt habe ich keine mehr. Muss ich normale Schrotmunition wieder nehmen? Die irritieren mich mit ihrem Gebrülle tatsächlich. So, wo geht's jetzt lang? Ah, hier. Ja, V ist irgendwie zu weit draußen für mich. Da drücke ich dann immer, wenn ich hektisch bin, alle möglichen... was ist das denn hier? Cool, kann man einsacken. Alle möglichen Tasten. Ah, ist hier der Tarzan-Level auf jeden Fall. Boah. Ah, ich raff leider mal sehr spät, wo die sind. Ah, guck mal, da hat einer gereicht. Oh, der ist dicht dran. Stell die Shotgun her. Ah, runtergefallen. Oh. Aua. Ah, geil, der war nicht umgefallen, da habe ich den schon ausgeraubt. So muss es eigentlich laufen. Wie sieht denn das aus? Mit dem... Na komm mal her, ich will ausprobieren, ob du fällst, wenn ich dich treffe. Mit diesem Gerät. Ah, das sind die Hypnosebolzen. Alter, wie geil ist das denn? Ah, oh, jetzt ist da kein anderer, sonst hätte er die wahrscheinlich angegriffen. Irgendwas stand da. Oh, ist das geil, ey. Alter. Oh, jetzt krieg ich hier, hab schon so lange gespielt und krieg die Sachen jetzt erst raus. Ist ja geil. Aber es sind auch nicht alle Gegner dafür empfänglich. So war das. Die sind irgendwelche Typen, die Implantate haben oder so. So, damit ich zu Hause kochen kann, jetzt bringe ich Sally mit. Sarah. Sally will von mir nichts mehr wissen. Will nicht mal mehr Geld geben.
Aber ich habe ja keine Ahnung, wo hier diese Arche dann rumfliegen soll. Boah, die haben sich auf jeden Fall hier einen schönen Grovian hingebaut. Eine Grovian, große Windanlage. Grovian, eine. Müsste es eigentlich heißen. Ach, weißt du, ist mir auch egal. So, ich fahre mal hier hoch. Runter. Ich kann das auch vorher wissen. So, jetzt kommt hier euer Schlechter und fragt höflichst. Au, Alter, jetzt versuchst du mal. So, und jetzt gehen wir zu dem anderen Typen. Na, was passiert da? Macht der denn irgendwas? Scheiße, der macht gar nichts. Scheiße. Ganz im Gegenteil. Das war echt sehr cool. Nur was bringt das? Was bringt das? Ach so, sprengen! Ah, sprengen! Sprengen muss ich den! Alles klar! Ah, das stand ja auch da. Mist, Mist! Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ah, dann kann ich da hinlatschen und die sprengen. Alter, sehr geil. Das Gebrülle nervt leider trotzdem. Auch schon wieder sehr verworren alles hier. Hier Ammo. Ammo, Scharfschützen. Sehr schön. Kann ich gebrauchen. Was haben sie denn da? Was abballern? Ja, kann man. Aber was bringt's? Ich glaube, so ist es gedacht gewesen. Oh, da kommt noch einer aus dem Gulli. Da haben sich noch ein paar Ratten reingepfiffen. Mm, lecker. Boah. Na? Oh Mann. Alte Schwede. Oh, das ist, nee, was hatte der denn da? Ah. Dachte, der wäre irgendwie neu. Sich wie die Maulwürfe durch den Berg gewühlt. Eieieiei. 197. Das reicht noch ein bisschen. Ah, ja. Eine Spraydose. Schade, ich weiß. Gibt es eigentlich Spiele, wo man wo man Graffitis an die Wand sprühen kann? Bei Left 4 Dead konnte man sich zumindest einen Tag machen. Oh, da hat einer gereicht. Erstaunlich. Boah, shit. Ich hab den Klöten geballert. Gehauen. Geballert nicht. Jetzt habe ich den einen geballert. Scheiße, siehst du, das meine ich. Ich bin in die Hocke gegangen und wollte eigentlich mit dem Gewehrkolben verteidigen. Wo geht's hier hin? Nirgends. Nirgends geht's da hin. Komme ich von da? Ist das die richtige Richtung? Hm. Ja, hier muss ich hin. War geil! Sicher gar nicht gerafft. Ist ja cool, ey. So. Liebe Leute, bevor ich Grafikglück wahnsinnig werde, verabschiede ich mich mal.
aber mit der Nase in die richtige Richtung, damit ich in der nächsten Folge wieder in die richtige Richtung einstarten kann. Alles klar, Leute, bis dahin.